Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Ja, ich bin zurück aus dem Urlaub und jetzt gibt's wieder die VR und AR Weekly News endlich. Diesmal ausnahmsweise Montag, weil ich, wie gesagt, bis gestern noch im Urlaub war. Und wir schauen uns mal an. Also, es gibt Neuigkeiten zu The Walking Dead Onslaught. Das ist ja so ein bisschen Vergessenheit geraten wegen Saints and Sinners. Dann gibt es ein Spiel, das nennt sich Vertigo Remastered. Das Hauptthema diese Woche ist natürlich die Oculus Quest 2. Dann Neuigkeiten zum Lynx MR-Headset. Und Dreams hat endlich PSVR-Support bekommen. Zusätzlich natürlich immer noch die neuesten Releases und Sales auch zur PlayStation VR. Endlich wieder. Also viel Spaß natürlich. Auch wie immer Dank an meine Sponsoren Woodgirls VR, Oppermann Events, Anni de Felser VR Ambassador, Alpha Blend Interactive und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. The Walking Dead Onslaught. Das haben vielleicht viele schon wieder vergessen, weil es gab ja das Saints and Sinners, was wirklich sehr gut angekommen ist. Ich habe das ja auf meinem Kanal schon getestet. The Walking Dead Onslaught ist wieder ein anderes Spiel. Und zwar ist das ein Survival-Shooter. Das heißt, wir müssen gegen viele Tausende von Zombies auch kämpfen, sehr brutal auch. Und das haben viele vergessen, aber das wird auch noch entwickelt. Und das soll dieses Jahr noch erscheinen für die PlayStation VR, Oculus-Plattform und Steam VR. Also, das ist nicht in Vergessenheit geraten. Vielleicht denke ich mal, dass das so im November, Dezember rauskommt. Gehe ich mal von aus. Die hatten Probleme mit Corona, wie die meisten. Und deswegen ging es da nicht so voran. Da gibt es ein sehr, sehr langes Interview, darauf einzugehen, wer jetzt wird den Rahmen springen. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Den Artikel findet ihr wie immer unter diesem Video verlinkt. Vertigo Remastered. Warum erwähne ich das jetzt explizit? Weil Vertigo war für mich eins der besten VR-Abenteuerspiele damals. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Es hat so ein bisschen was mit Rätseln und Action und Nachdenken. Man hat sogar so eine kleine Portal-Gun, sowas in der Art. Und da gibt es jetzt eine Remastered-Version, die ist seit dem 21.07.2020 verfügbar. Die könnt ihr auf SteamVR und Oculus zocken, auch auf der Oculus Quest. Und das ist wirklich schön. Also die haben die Grafik nochmal aufgebessert, alles ein bisschen und ich glaube, den Artstyle haben sie auch ein bisschen verändert. Das könnt ihr jetzt dann anzocken. Das ist ein ganz neues Spiel. Und ich denke, dass ich das auch demnächst auch mal anzocken werde. Lohnt sich auf jeden Fall. Also der erste Teil war schon super und das Remastered, das legt dann sicherlich auch nochmal eine Schippe drauf. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ja, das größte Thema natürlich diese Woche oder ja, jetzt letzte Woche war natürlich die Oculus Quest 2. Da müssen wir aber sehr, sehr vorsichtig sein. Das sind alles nur geleakte Fotos, nicht offizielle Sachen. Und deswegen will ich da nicht zu viel Zeug in den Raum werfen, was hinterher dann doch nicht stimmt. Wir können natürlich Vermutungen anstellen. Das haben natürlich auch schon viele gemacht. Fakt ist, dass hier sind die Bilder von dem Ding. Wir sehen, dass das Ding sehr, sehr gleich aussieht wie die alte Quest. Wir haben vier Kameras. Das Design ist fast gleich, außer dass es jetzt Plastik anstatt Stoff ist. Wir haben ja hier die alte Quest, die hat hier Stoff und die neue halt eben nicht mehr. Die hat Plastik. Dann der Strap an der Seite ist auch anders. Hier haben wir ja diesen Strap und an der alten Quest. Und hier, das ist ein vereinfachtes Design. Vielleicht kann man das dann einfacher aufsetzen. Können wir hier auch nochmal ein bisschen sehen. Hier an der Seite auch. Erinnert mich das an die Oculus Go? Ich weiß es nicht. Controller, die sehen, wenn ich jetzt hier mal den anderen, Moment, dann nehme ich mal lieber den. Ja, das ist fast gleich, ja, vom Design her, wie die alten Quest-Controller. AB-Knopf, Thumbstick, ein bisschen mehr nach unten ist es gerutscht. Ob das jetzt bequemer ist, weiß ich nicht. Müssen wir dann schauen und ob das überhaupt alles stimmt. Vielleicht gibt es auch noch wirklich noch andere Controller. Das ist halt alles so eine Sache dann. Das Wichtigste, was aufgefallen ist, ist, dass es keinen IPD-Slider mehr unten gibt. Wir haben bei der alten Quest hier unten, hier den IPD-Slider, wo wir die Linsen
auseinander und zusammen machen konnten. Und das gibt es jetzt halt nicht mehr, aber da man zwischen den Linsen trotzdem noch sehen kann, dass da Platz ist, könnte es sein, dass es irgendwie intern noch einen Regler gibt. Ich glaube nicht, dass es mit Motor automatisch geht, das kann ich mir fast nicht vorstellen, das wird das Ganze auch wieder schwerer machen oder so. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sieht das Ding nicht viel anders aus als die alte Quest. Ne? Die Controller schon erst gar nicht. Ne? Man munkelt, also dass es ja auch die Herzzahl höher sein soll, schnellerer Prozessor und so. Leichter soll sie sein als die alte Quest. Und ja, wenn euch das gefällt, hier könnt ihr euch die Bilder nochmal reinziehen davon. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Selbstverständlich werde ich die ausprobieren, sobald die dann erschienen ist. Sobald es irgendwie noch mehr Details dazu gibt oder sogar was Öffentliches, werde ich euch Bescheid sagen. Man munkelt etwas von einem Datum, das heißt 15. September. Angeblich erscheint die dann. Da ist ja auch die Online Oculus Connect 7 Messe, die dieses Mal wegen Coronavirus halt online gehalten wird. Würde also passen. Und der Leaker, der hat auch schon Leak-Erfahrung, der hat auch schon andere Sachen korrekt geleakt. Also ich glaube schon, dass das die richtige Nachfolger, also dass jetzt nicht gefaked ist, sondern dass es wirklich der richtige Nachfolger ist von der Quest. Ich bin allerdings nicht so geflasht, muss ich sagen, weil das Sichtfeld ist genauso groß, alles ist genauso groß. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan vom größeren Sichtfeld, aber um Gottes Willen, die Quest ist super, wenn die leichter wird auch noch und ein paar andere coole Sachen, höhere Herzzahl, dann bin ich zufrieden. Wenn der Preis stimmt, wir werden sehen. Das Lynx MR Headset, worüber ich ja auch schon mal ein bisschen ausführlicher berichtet hatte, das hat jetzt ein neues Redesign bekommen. Das kann ja VR und AR, also wir können die virtuelle und erweiterte Realität damit ausprobieren. Und das Ding kostet $1,500. Man kann es schon vorbestellen. Die Daten habe ich euch damals schon gesagt. Und jetzt ist das Ding noch dünner geworden. Guckt euch das mal an. Das ist wirklich krass. Ne, wenn wir, hier ist ein schöner Vergleich. Das ist, glaube ich, die Oculus Quest hier. Würde ich fast sagen. Oder, ja, auf jeden Fall ein Standard-Headset, was man so kennt. Und das hier ist das Lynx MR. Also das ist schon krass, was die durch das Design von Linsen und von kompakteren Bauweisen erreicht haben. Sehr, sehr cool. Das Ganze hat sogar noch Eye-Tracking. Wahnsinn. Achso, und es gibt zwei verschiedene. Hier kann man VR machen und hier unten AR. Also das ist halt das AR-Design und hier steckt man dann noch so ein Face-Gasket, nennen die das drauf, für VR. Das ist natürlich ein bisschen größer, aber völlig abgefahren. Hier sehen wir nochmal die Daten. 90 Grad Field of View, das ist für mich schon wieder viel zu wenig. 1600x1600 pro Auge vom Display her. LC-Display 90 Hertz, physikalischen IPD-Regler, das ist gut. Dann ein Snapdragon, Eye-Tracking, Hand-Tracking und man kann auch Six Degrees of Freedoms Controllers mitbenutzen. Das ist auch eine coole Sache. Das Ding ist allerdings natürlich vom Preis her auch eher für den Business-Bereich vorgesehen. Also nichts zum Zocken für zu Hause. Trotzdem, wenn ich das mal in die Finger bekomme, werde ich das auf jeden Fall mal testen. Lynx MR. Und dann noch wichtig diese Woche, das erwähne ich auch extra, Dreams bekommt oder hat jetzt endlich PSVR-Support. Dreams ist ein sehr cooles Sandkastenspiel, nenne ich es mal. Wir können sowohl Spiele und Welten selber kreieren, als auch Kreationen von anderen Leuten spielen. Und das hat jetzt vollen VR-Support bekommen. Das heißt, auch die Editoren können wir komplett in VR benutzen. Und das Interessante dabei ist, dass es schon ganz viele Sachen gibt, die die Community gebastelt hat. Einer hat zum Beispiel irgendwie Beat Saber nachgebaut da drin. Völlig verrückt oder auch eine coole Horror-Experience. Also wenn ihr das Spiel habt, dann gibt es jetzt das Update dafür auf der PlayStation und ich werde das sicherlich auch mal ausprobieren, damit wir uns das mal reinziehen können, was es da alles gibt. Ich glaube nicht, dass ich Zeit haben werde, selber was zu basteln, aber ich denke mal ein paar Sachen ausprobieren, das ist sicherlich drin. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dreams mit PSVR-Support.
Ja, dann kommen wir zu den neuen Releases diese Woche. Auf SteamVR fangen wir mal an. Motorride Rollercoaster, wie der Name schon sagt, seid ihr hier mit dem Motorrad auf einer Achterbahn. Völlig verrückt. Dann, für mich sehr interessant, Paper Beast gibt es jetzt endlich auch für den PC. Ein super tolles Abenteuer- und Rätselspiel mit völlig abgefahrenen Figuren und Umgebungen. Das sind quasi Tiere, die aus Papier bestehen. Das müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Habe ich auch schon auf meinem Kanal gezeigt. Gefällt mir richtig gut. Suicide Guy, völlig verrückt. Wir müssen einzelne kleine Levels bestehen und uns umbringen, um ans Ziel zu kommen. Völlig verrückt, aber gibt's jetzt in VR. Hard Vacuum, ein Weltraum-Space-Combat-Spiel mit viel, viel Ballerei und Raumschiffschlachten. Dann auf der Oculus Quest In-Death, absolut zu empfehlen, super Pfeil- und Bogenspiel, meiner Meinung nach das beste Pfeil- und Bogenspiel. Jetzt mit der Oculus Quest natürlich noch cooler, weil man kein Kabel hat. Natürlich nur die Oculus Quest-Version. Wenn ihr es über Link zockt, habt ihr natürlich dann wieder ein Kabel. Dann auf der Oculus Rift haben wir jetzt auch Paper Beast. Kann ich euch natürlich auch empfehlen. Auf der PlayStation VR gab es nichts Neues diese Woche, außer natürlich Dreams, was jetzt PSVR-Support bekommen hat. So, und bevor es zu den Sales geht, vielen Dank an meine neuen Supporter, den Volker und den Sven. Vielen, vielen Dank. Ihr unterstützt die VR-Sache jetzt und das gefällt mir gut, damit ich mein Studio und alles auch weiterhin behalten kann, wenn ihr mich unterstützen wollt. Unter dem Video findet ihr die Links dazu. Geht auch einfach kostenlos für euch via Amazon. Das wäre nett von euch. Ja, kommen wir zu den Sales auf Steam. Form ist eins meiner Lieblings-Puzzle-Spiele. Kriegt ihr jetzt 66% günstiger. Dann Boiling Steel, ein Singleplayer-Shooter. Viel Action, bisschen Rätsel, 50%. The Morrigan, das ist ein sehr, sehr schönes Pixel-Art-Style-Spiel mit Kämpfen und schön designten Umgebungen. Tolle Physik-Engine, kriegt ihr 33% günstiger. Dann auf der Oculus-Plattform Cobalt Chapter 1, eine Horror-Erfahrung, 60% günstiger. Contractors, ein super Shooter im Multiplayer, 54%. The Wizards, ein Zauberspiel, 80% günstiger. Pagan Peak VR, auch ein Horror-Erfahrung, 60% günstiger. Pros Enlightenment, ein Horror-Abenteuer, 60% günstiger. Dann auf der PlayStation VR kriegt ihr Skyjumping Pro, eine Skisimulation, für 55% günstiger. Blood and Truth, ein super Action-Shooter, 63% günstiger. Dann kriegt ihr Borderlands 2, 60% günstiger. Unbedingt zuschlagen. Tetris Effect kriegt ihr 50% günstiger. Astrobot Rescue Mission 63% günstiger. Firewall Zero Hour 57% günstiger. Ein super Shooter. Moss ist ein tolles Abenteuerspiel, kriegt ihr 50% günstiger. Superhot VR Action Spiel 50% günstiger. Farpoint spielt ihr am besten mit dem Aim-Controller. Super tolles Abenteuerspiel. 50% günstiger. Und Arizona Sunshine, ein toller Zombie-Shooter. 63% günstiger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich wieder am Start bin und jetzt auch wieder die Weekly News kommen. Natürlich nächste Woche wieder Sonntag oder diese Woche quasi wieder Sonntag, so wie immer. Das war jetzt halt nur, weil ich erst aus dem Urlaub kam. Ausnahmsweise mal montags. Also danke, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Voodoo.de